Neuer Tag, neues Glück. Ich kann das Schuljahr jetzt starten. Okay. Aber als erstes lassen wir die doch mal zu Ende bauen hier. Die Jungs, außerdem können wir das Schuljahr überhaupt nicht starten. So, läuft doch alles jetzt gerade wieder viel feiner. So. To-Do-Liste. Pa, 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 pa. Aufgaben. So. Lehrer einstellen. Ernährungsbedürfnisse. Ah, da muss ich nur noch einen zweiten Koch einstellen. Das ist auch gut. Mitarbeiter. Koch. So. Und jetzt Lehrer einstellen. So. Wenn wir nämlich die Lehrer eingestellt haben. Objekte, Mitarbeiter, Lehrer. So, wir brauchen einen Mathelehrer. Der kann aber Wissenschaft lehren. Die kann aber Le Wissenschaft lehren. Oh, guck mal, sehr locker. Yo. K und Kunstlehrer, genau das Richtige. Ich finde so Mathe und Sport. Streng, sehr anspruchsvoll, aber ein Meister. Ist langweilig. Lustig. Wissenschaft und Kunst habe ich aber jeweils schon mal. Sehr lustig. Ich brauche noch Sport und Mathe. Sport 26, 27, 28. Melissa. Sport 54. Boah, sollen wir uns einen teuren mal leisten? Aber der kostet auch mehr Gehalt, ne? Nee. Der Nick, aber der ist anspruchsvoll, nee. Sport hier, aber der ist wieder sehr streng. Nee, will ich nicht. So, für Sport. Fehlt noch Mathe, da hätten wir direkt mitgucken können. Mathe 20, 10, 24, 26. 32 Mathe, die Marie. Die Mathe-Marie. So, und jetzt können wir wahrscheinlich wirklich starten. Nee, jetzt können wir nicht starten. Wir brauchen noch Böden. So, hier unten Badezimmer Fliesen. Hier haben wir überall Böden. Und hier Küchenboden. Küche geht genau bis hier. Betonboden. Boah, der Boden, der reißt richtig ein Loch in unser Budget, ne? Also wir machen mal die Audioeinstellung. So. Dann können wir die Schule eigentlich starten. Ich weiß leider nicht, ob die Bauarbeiter arbeiten können, während die Schule läuft. Deswegen lassen wir das einfach mal sein. Habe ich denn Geld bekommen zwischendurch? Für die Kantine? 2 Dollar? Wie haben die denn 2 Dollar eingenommen? Ach, die Bauarbeiter bestimmt, ne? Ach, wir brauchen Hausmeister. Können wir Hausmeister? Nee, können wir nicht. Aktuelle Forschung. Detention Rooms, Buchhalter, Schulreinigung. Ach, guck mal, hier kann man die Schulbevölkerung noch erweitern. Später, warte, so, hier. Oh, Leute. Trainiere die Köche darauf, das Essen von gestern zu verwerten. Scheint niemals. Aber wenn wir nochmal ein paar Euros haben, sollten wir vielleicht die Schuhkantine ein bisschen was aufhübschen. Ach, guck mal, hier ein schwarzes Brett. Was haben wir noch? Große Fenster. Fenster wären doch nicht schlecht. Obwohl, ne, die haben ja, wird ja alle, das hier wird ja hinterher zugebaut. Wir brauchen da keine Fenster, oder? Aber hier, guck mal, so. Können die sich draußen ein bisschen was hinsetzen? Ist auch schön. Ein Schrank? Ein Mehrzweckschrank, komm. Ich habe mal in jedem Klassenraum einen Schrank. Einen Verwaltungstisch haben wir ja. Eine Uhr kriegen die auch. So.
Na, so. So. Tag ist vorbei? Tag ist vorbei, okay. Achso, geht gar nicht in die Richtung. Gut. Ist aber auch gar nicht so schlimm. Was haben wir denn noch? Ventilatoren? Kühlt Räume ab. Brauchen wir das? 1, 2. 1, 2. 2. Hier, die braucht sowieso einen. Weil die so heiß ist, ist ja meine Reinkarnation. So, 2, 3, so. Eine Fahnenstange. Dann wissen wir gleich, was das für eine Fahne war, für eine Spinde hier. Hier und hier nicht. So, hier ist es so ein Büro vom Schulleiter. Ne, hier auch nicht. Moment. Und hier kommen diese Wasserspender hin. Ein Napf? Ach so, ja klar, wir haben noch das Schulhaustier. So, der Napf davon ist hier. Motivationsposter, ja, das Motivationsposter brauchen wir. Mülleimer. Oh, guck mal, hier. Zack, zack. Hier nochmal Mülleimer hin. Hier Mülleimer hin. Hier und hier nochmal Mülleimer hin. Fernseher. Nee. Wasserspender hier. Die wollte ich haben. So. Oh, ein Pokalschrank. Ach Mist, jetzt habe ich da das Motivationsposter. So, wir brauchen zwei Pokalspenden. Schränke. Was ich noch machen wollte, ist großes Fenster. Okay, es gibt kein großes Fenster für diese Dame. Doch, hier. Boah, und hier, da kann ich die Klassenräume gucken. Das ist geil. Super böse. So, kann man hier irgendwie so abreißen? Ja, so den Baum. Entschuldigung, können wir den Baum abreißen? Das ist bestimmt Objekte. Ah, okay. Bauen. Böden. Betonböden. Ach Leute, ich habe vergessen, die Uhr anzumachen. Wie immer. Mensch. So. Ich denke mal, 5 Minuten werden wir haben, also brauchen wir noch 25. Ich schätze. Ich schätze mal, dass wir jetzt mal einfach loslegen können. Ne? Ach nee, wir brauchen noch Mitarbeiter, Hausmeister. Also zwei Hausmeister wären auch ganz gut. To-Do-Liste. Wasser trinken. Was habe ich gemacht? Ach so, der Tag ist vorbei. Okay. Sauberkeit ist die nächste Göttlichkeit. Einstellen. Drei Hausmeister sollen wir sogar einstellen. Okay. So, aber wir brauchen jetzt mal Schuljahr starten. So, ich will jetzt nämlich mal sehen, was hier passiert. So, ah, guck mal, hier haben wir nämlich richtig Kohle bekommen. Da kommen schon die Lehrer alle an. Dann kann man nämlich ein bisschen das Forschen betreiben. Hier. Die Abwaschmeisterschaft, damit starten wir. Da können wir hier nämlich Forschung betreiben. Und da können wir am Ende des Jahres, wie lange geht's im Schuljahr? 10 Tage, 9 Tage. Ich werde Select Activity. Activity Hall, okay. Gut, der Rest der Forschung ist verfügbar. So, und jetzt nicht so. Activity Hall. Ermöglicht der Schule verschiedene Aktivitäten, die der Schule und den Schülern zutrauen. Soziale Fähigkeiten, okay. Machen wir alles nacheinander. Da sitzen die schön. Ach, guck mal hier, wie fein die lernen. Oh oh. Stundenpläne. Ah, okay, gut, das haben die schon alles so angepasst, das automatisch, das ist gut. Hui.
Aber vielleicht sind nicht alle gleichzeitig Pause und Mittagessen haben, ne? Schüler 1, 2, die können später Mittagessen. Das ist doch voll asozial, oder? Nee, das ist nicht. Lernen die. Müssen die lernen, mit zu leben. Komm klar damit, Junge! Mal die Lautstärke im Allgemeinen, bis wir es runterstellen. Bei mir ist im Hintergrund nämlich alles sehr laut. Ich hoffe, das ist bei euch nicht so. Da bin nur ich laut. Das tut mir auch sehr leid für euch. So. Ach, guck mal, der hat schon Sprache gelernt auf 17. So, er ist schon fast auf 30. Berichte. Ach, mal 15 plus 15 ausgezeichneten Lehrbonus. Warum? Weil wir so einen guten Lehrer haben? Ja. Kriminalität, es gibt keinen, das ist gut. Hygiene, ungepflasterter Boden 140. Wo haben wir den ungepflasterten Boden? Hier gibt es keinen ungepflasterten Boden. So, Toiletten. Oh, Toilettenpapier kann man auch. Einlage ist das aber gut. Bildchentoilette kostet natürlich mehr. Klinik haben wir noch gar nicht. Küche. Essensqualität minderwertig. So. Kantinenessen, was erwartet ihr eigentlich? Schulbus. Entsperre School Vault. Okay. Ich entsperre jetzt erstmal Reste essen, du. Danach können wir mal gucken, was wir den Schülern so Gutes tun können, ob wir da neue Schulräume irgendwie machen können. Habe ich ja gerade gesehen hier. So. Klinik, Gemeinschaftsräume, Computerraum, Basketballplatz, yeah, Lehrerzimmer, Sportplatz. Mitarbeiterlounge, Recyclinganlagen, Wissenschaftslabor. Oh, wir können hier so viel tun. Für die lieben Kinder. Hauptsache, die bringen uns jeden Tag Geld. Finanzen sind auch gesperrt. Wir brauchen ein Buchhalterbüro. Wir gucken erstmal, was wir in der To-Do-Liste. Da haben wir als nächstes sogar das Buchhalterbüro. Hm. So, machen wir hier schon mal Wände. Können wir hier vielleicht nicht nur ein Büro, sondern auch zwei Büros bauen? Zonen. Verwaltung, Büro. Was braucht man dafür? Objekte, Büro. So. Aktenschrank, ein Faxgerät und ein Verwaltungstisch. Und bauen wir Türe noch dazu. Das habe ich jetzt blöd angelegt hier. Weil wir dann hier wieder so eine Hallway brauchen. 1, 2, 3, 4. Das könnte mir aber so passen. So. Hier auch. 1, 2, 3, 4 hochbauen. Hier runter. Dann können wir hier nämlich nochmal so ein paar Schulräume bauen. Ah, da müssen wir jetzt gleich mal gucken. Ach so, wir haben keine Forschung. Soziale Fähigkeiten. Dann machen wir hier einen Gemeinschaftsraum, einen großen. So, der erste Tag ist vorbei. Ach, meine guten Schüler. Meine Schüler sind unglücklich. Ich konnte kein Essen bekommen. Wieso konnte ich denn kein Essen bekommen? So, woran liegt das denn? Haben wir hier zu wenig Objekte? Ach, habe ich die vielleicht falsch umgesetzt? So. Hm.
denke nicht, oder? Ich will jetzt auch überhaupt nicht drauf geachtet, was da hinten am Spielen war. Ja. So, die Wand hier wird abgerissen. Diese Wand hier wird abgerissen. Können wir vielleicht nochmal Verkaufsautomaten? Guck mal, hier können wir halt jeweils noch Objekte, so Verkaufsautomaten nebensetzen. 1, 2, 3, dass die Kinder vielleicht nicht verhungern. Sich einen Snickers holen können. Ah, hier ist die Forschung auch vorbei. Oder machen wir hier so Activity Hall? Das ist hier oben diese Veranstaltungs- und Activity Hall. Objekte. Ne, Zonen brauchen wir. Spezialzonen. Nee, alle. Was haben wir denn jetzt neu gebaut? Ein Gemeinschaftsraum. 9x7. Ja. Dann bauen wir hier eine Wand lang. Dann wird das hier diese Activity Hall hinterher. Objekte, die man braucht für einen Gemeinschaftsraum. Handdesinfektionsmittel. Wegen Hygiene und so. Auch hier beim Eingang platzieren die auch nochmal zum Gemeinschaftsraum. Aber ist schon mal gut. Huch, Schubesforschung. Objekte, Mülleimer. Böden. Böden hier. Also die Böden sind in der Tat das teuerste, ne? Ach, Mitarbeiter. Ach, da muss doch den Typen auch hier, wie heißt der, Buchhalter entdecken. Dann gehen wir jetzt gerade mal weiter kein Geld aus. Ich habe Geld gefunden in meiner Tasche gerade. So. Sehr schön. So. Und jetzt? Passiert nichts. So. Oh, wo sind hier meine Hausmeister? Wo sind meine Hausmeister? Ey, Hausmeister, siehst du das nicht, Junge? Okay, gut. Was sieht ein anderer Hausmeister zuerst gesehen? So, die aktuelle Forschung ist vorbei. Ich schalte das Sportfeld frei, Schulbusse. Distribute when you're too lazy to individually assign your students. Das brauchen wir später, aber ich weiß nicht, wohin ich die Detention Rooms, Rabattaktion, Hausmeister, Routen, Schuloptik. Schaltet farbige Wände, Zäune und Türen frei, genau. Brauche ich ganz dringend. Mehr Lehrer brauche ich auch ganz dringend gerade. So. Wir gucken mal, was wir in der To-Do-Liste haben. Ach ja, Buchhalter einstellen. Ich habe einen unhöflichen Schüler. Ohoho. Was mache ich denn dagegen? Anwälte. So. Oh, ein Büro für einen Anwalt haben wir schon. Toilettentraining.
Guck mal, kriegen wir sofort Geld. Ha. Raum zum Nachsetzen. Weise den Klassenraum 1 als Raum zum Nachsetzen. Da brauche ich aber erstmal die Forschung, Detention zu. Detention Rooms. So. Oh, Kredite sind jetzt. Jetzt können wir Geld aufnehmen. Super. So, Prestige von 350 haben, von 2800. Ich weiß noch überhaupt nicht, was ein Prestige ist. Ich habe gar kein Prestige. Ist das hier Prestige 59? Ne, das ist die Standard. Ach, das hier ist Ruf. Ruf 1000 oder 176? 176 wahrscheinlich. Ups. So. Stundenplan? Nein. Dienststelle. Verfügbaren Lehrer? Nee. Das ist Quatsch. Forschung ist klar. Berichte. Kann man das hier über Kriminalität? Nee. Rabauken. Und einer hat sogar gespenst. Zonen. Kann man vielleicht hier auf die. Logistik, Entwürfe, Mitarbeiterobjekte, Zone bearbeiten, Raum zum Nachsetzen. Oh, das ist aber, also ist mir sehr leid, so, wir können hier überall nachsitzen, wäre scheißegal, so. Aber was ich jetzt noch möchte, die Aktivitäten halle. 20 mal 10, okay, ist 18 mal 11. Wir brauchen 6 Tische, Objekte. Das war's schon. So, bauen Böden. Guck mal, hier ist ein Holzboden. Zack. Das Richtige. So. Und hier oben gibt's weiter Betonböden. Das ziehen wir bis hier hinten durch. Und hier gibt's auch Betonböden. Und hier gibt's auch Betonböden. Hier und hier. So. Und wir sollten vielleicht mal weitermachen. Das gefällt mir im Übrigen sehr gut, dass man bauen kann während während der Schulzeit. Ach, Gymnastikhalle wollte ich doch bauen. So. To-Do-Liste. So. Disziplinarmaßnahmen. Forsche Studentendisziplin und einstellen Aufseher. So, das, genau das wollte ich haben. Wir sind am dritten Tag. Aktivität auswählen. So. Divi beliebt. Ein Karrieretag. Schon lernen möglich. Können wir am vierten Tag machen wir einen Karrieretag. Und am siebten Tag. Oh, hier so ein Workshop. Ach komm, und einen Kuchenverkauf kann man immer mal starten. Ja, es gab einen Mobbing-Vorfall, ich bin aber noch nicht so weit in der Forschung. Studentendisziplin. So, sehr schön. Böse Schüler brauchen einen Berater. Und Kriminelle bestrafen, das ist gut. Hahaha. So, macht durch Disziplin. Meine Schüler sind unglücklich, warum sind sie schon wieder unglücklich? Es gibt nie genug zu essen. Warum gibt es nie genug zu essen? Da müssen wir jetzt echt mal aufpassen morgen. Hier, die Jungs sind dann noch am Bauen. Vielleicht schaffen die es ja sogar, unsere Aktivitäten alle bis morgen frei zu bekommen. Fertig zu bekommen. Kann man da, ach, da kann man doch irgendwo priorisieren, ne? Tag 4.
Sehr schön. Gut, dass ich das als Arbeiterpriorität gerade eingetragen habe. Ich habe nicht zugewiesene Übeltäter. Ich habe noch nicht mal hier. Wer ist denn die Aufseher? So. Die Aufgabe Disziplinarmaßnahmen wurde abgeschlossen. Sehr schön. Verknüpfen. So. So. Wo ist denn das Spielfeld? Sportplatz hier draußen, das ist der Sportplatz. Das ist der Sportplatz. Böden. So, da auch so noch Holz. Und hier so Rasen. Bauen wir Türen hier? So eine Doppeltür. Sportbank und Wasserspender. So. Böden hier. Hier, Holzauge hat es gesehen. Adlerauge. Und was bist du für ein Vogel? Oh, hängen da die Brains ab von mir oder was? Es geht auch Krüger. Ach, heute ist Karrieretag oder was? In der Küche, ja. Warum essen die denn da nicht, die Spaten? Beschweren sich, dass nichts zu essen hätten, aber, also, sorry. Hier ist eindeutig alles voll, auch wenn das Essen scheiße schmeckt. So. Bücherei in den AV-Raum. Böse Schüler brauchen einen Berater. Brauchen wir. Komm, wir machen als erstes den Berater, das nächste Mal kriminelle Bestrafen. Wir sind ja gute. Good Corps. Good Cop oder Bad Cop? Wer sind wir? Oh, jetzt muss ich mal gerade strecken. Uiuiuiui. Und Tag 5. Jetzt kommen wir ja durch den Sportplatz, was soll das denn? So, so bauen. Eine Fliesenwand, gelbe Wand. Ach nee, dann, wir schalten jetzt den Zaun frei. Ja, dann tragen wir doch den ganzen Müll rein. Leute, geht doch durch den Eingang. Was soll das denn bitte? Das ist doch Kacke, was ihr da macht. Urinal ist kaputt hier. Und reparier es. Warte, wäre es billiger gewesen, das zu verkaufen? Ach, scheiße, zu spät. Achso, klar, weil neues wahrscheinlich teurer gewesen. Ja, ich habe einen unhöflichen Schüler. Zufällige Veranstaltung. Felicitieren haben einige ihre Schüler zu einem Kampf herausgefordert. Okay. So. Kein Problem, ich hab halt Berater. Ja, yeah, ich hab gewonnen. Ich bin hier draußen auf dem Sportplatz. Ja, ich hab nicht nur einen, ich hab 5 Rüpel an der Schule. Ja. Yeah. Genau so sieht's aus. Ich stell gleich einen Berater ein, der macht das.
Oh, wer ist das denn hier? Das ist einer von den Rüpeln hier, oder? Wer bist du hier? Bob Kraus. Besetzungskabine hängt rum. Anna Schäfer. Ach, das ist der Kuchenverkauf, ne? So, warte, so. Kriminelle Jungs bestrafen. So. Stellen wir hier den Berater ein. Das ist das Büro vom Berater. Ach, der braucht kein Büro, das ist gut. Doch, der braucht wohl ein Büro. So. So. Berichte. So, jetzt kann man doch bestimmt die Kriminalität. So. So. So, Moment, da muss ich mitarbeiten. So. So, Berichte. So, da geht's brav. Jetzt sperre die False Delinquency Group. So. Superpost sind linked specific. Okay, Anlags. Ferne. Das ist das mit Schläger zu spielen. So, schneller Aufseher. Ah, hier Distribute Students. So, das brauchen wir als nächstes. Schüler zuweisen. So. Eine Dienststelle will ich nicht. Ich will Forschung, Berichte. Eike. Der Typ heißt schon Eike, der hat jetzt schon eigentlich verkackt. Schüler zum Nachsetzen. So. Rabauke. Berater. So. So. Dann geh mal zum Eike. Geh mal zum Herrn Schäfer. Hallo, ich bin Eike. Wir müssen uns über dein Verhalten unterhalten, bitte. Ich habe zu diesem Zweck eine Puppe, an der du deine Aggression ausüben kannst, hier zugestellt. Guck mal, ich bin's, der Eike. Ich schon den Namen kacke. So, und wir müssten ungefähr, im Übrigen, unsere halbe Stunde voll haben. Ich habe keine Ahnung, ob wir das tatsächlich haben. Wir haben aber schon 3 Uhr nachmittags. So. Das heißt, wir machen an dieser Stelle Pause und in der nächsten Folge werden wir dann unser Schuljahr abschließen. Wahrscheinlich, vielleicht. Und sehen uns dann wieder. Ich freue mich schon auf das nächste Mal. Tschüss.